Dankeschön. Wie geht's euch? Seid ihr gut drauf? Ihr seid gespannt. Was kam denn jetzt? Ne? Jetzt haben wir Patrick Duff. Und gerade gehört. Und ja, jetzt denkt euch, was kommt denn jetzt? Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Ich lasse mich drauf ein. Es ist so ein kleines Geben und Nehmen. Also es hängt immer ein bisschen davon ab. Also ich designe selten eine Setliste. Ich mache das davon abhängig, wie ihr drauf seid, wie es bei mir ankommt. Und wir werden einfach sehen, was diese nächste Dreiviertelstunde zu bieten hat. Aber ich bin gut drauf. So viel kann ich schon mal sagen. Meine Schiebetür funktioniert wieder. Ich hatte sie in Hannover tatsächlich in der Hand. Und wir mussten tatsächlich, also Heiko hat keinen Quatsch erzählt, wir mussten tatsächlich nachts noch zu meinem Schrauber fahren. Und dann haben wir diese Tür wieder eingebaut. Patrick fand das alles unfassbar komisch. Ich nicht. Aber ich bin mit der Karre da unterwegs, auch wie Heiko schon gesagt hat, ich spiele ungefähr 200 Konzerte. Naja gut, also dieses Jahr will ich wesentlich weniger spielen. Ich habe unheimlich viel gespielt die letzten zwei Jahre, weil ich einfach einen unheimlichen Hunger hatte, auch zu spielen. Ich glaube, das kann man so sagen. Ich wollte einfach unheimlich viel spielen und es ist nicht alles unbedingt immer gut, wenn man die ganze Zeit spielen will. Man verausgabt sich sehr stark und man ist überhaupt nicht mehr zu Hause. Man kommt auch nicht, wie man so sagt, man kommt nicht mehr an irgendwo. Man lebt aus dem Koffer die ganze Zeit und gleichzeitig kann sowas auch sehr positive Effekte haben. Man kann unheimlich kreativ sein, wenn man unterwegs ist. Also ich bin das zumindest. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich einfach dann entwickelt habe oder dass mein Geist irgendwie gelernt hat, damit umzugehen. Also zu Hause kriege ich selten Ideen, wenn ich in Hamburg in meinem Apartment bin. Die meisten Songs entstehen, wenn ich unterwegs bin. So wie der erste Song, den ich für euch spiele. Ich bin schon mittendrin. Yay! Das ist auch gleichzeitig der Eröffnungssong von meinem aktuellen Album. Dieser Song entstand im Stau bei Hildesheim. Ich fand das auch nicht komisch. Wenn man nicht selber drinsteckt, kann man das natürlich komisch finden. Das ist ja wie so ein Kinofilm. Ne? So wie wenn in der Komödie einer die Treppen runterfällt. Dann lachen wir alle, aber der Typ hat hier Schmerzen. Ich hab's nicht mehr so einen Gig geschafft. Der Song heißt Times Like These. Und funktioniert für alle unter euch, die noch ihren Träumen hinterherjagen. Tun das noch Menschen? Tun ihr das? Don't let your daydreams turn into the freeze. The new is born, let the old rest in peace.
When you're in the freeze, the new is born, let the old rest in peace. Leaning heads against each other, it's alright, it's alright. The love we seek won't take us farther. It's alright, whatever makes you happy deep inside. When you're in the freeze, the new is born, let the old rest in peace. No. Dankeschön. Der nächste Song entstand unter ähnlich komischen Umständen. Und wir haben vor 2 Tagen haben wir in Groningen in Holland gespielt, Patrick und ich. Und selbst da kennt man den Tatort. Tatort. Ciao, ciao. Und ich habe die Geschichte dort auch erzählt und ich wusste erst nicht, ob das irgendjemand begreift, weil ich nicht wusste, ob die Tatort kennen. Ich finde das sehr witzig, sie kennen alle Tatort. Der Song entstand in Dresden in einem Club und es war ein Studentenclub und es war Sonntag. Und sonntags zeigt man in diesen Studentenclubs ja immer Tatort. Zumindest, also ich kenne mindestens 4 oder 5 Läden oder so. Und ich bete mir mal ein, dass es ein deutschlandweiter Trend. Und obwohl ich eigentlich Tatort früher mochte, fand ich das ziemlich langweilig an dem Abend. Und habe angefangen, einen Stift rauszuholen. Und das war, vielleicht kennt ihr das Gefühl, wenn man in einem Raum sitzt und es ist sehr, sehr düster beleuchtet. Und es ist absolut still, weil alle natürlich Fernsehen gucken. Aber man weiß selber mit sich nichts anzufangen, weil man fühlt sich irgendwie fehl am Platz. Und dann hat man so das Gefühl, man müsste so die Jacke lüften oder irgendwie rausgehen. Und manchmal mache ich das auch, aber in dem Fall blieb ich sitzen und habe einfach versucht, das festzuhalten, was in mir war. Und manchmal kommt auch nur Quatsch dabei raus. Also in dem Fall habe ich sozusagen angefangen, diesen Song zu schreiben. Und ich habe ihn einfach Crazy genannt. Time.
never mind. I just feel so sick. Once again, I let time turn into sand. Could you turn the tide, drowning in the light, hanging on a rope, going crazy? Could you come in sight, shivering in red light, hanging on a rope, going crazy? Jeder weiß, woher der Name, das Wort kommt, oder? Wer kann das singen? Wer kennt den Text? Kennt ihr den alle? Was? Hier, wir fangen an.
eine wunderschöne Serie gewesen. Hast du ja. Ach so, ah, da geht ein Hut rum. Liebe Freunde der grenzdebilen Unterhaltung der akustischen Kunst, wir spielen aus reiner Freude an der Musik, aber je mehr Geld wir dabei verdienen, desto mehr Spaß haben wir dabei. Seid großzügig, und wenn ihr Beschwerden habt, dann schreibt sie auf eine 10 Euro. Es ist im Ernst, keiner zahlt uns dafür, dass wir hier sind. Seid großzügig, gebt was rein, unterstützt diese Reihe Songs and Whispers hier aus Bremen jeden Monat, unterstützt das. Lass es rascheln. So ist richtig. Sehr schön. Ah, ich sehe immer mehr Scheine. Sehr schön. Okay, zurück zu mir. Zurück zum Konzert. Oh, good. Patrick und ich haben unheimlich viel Spaß auf der, zusammen auf Tour. Wir lachen unheimlich viel. Und der nächste Song ist einer, in den er sich ein bisschen, er mag diesen Song unheimlich gerne. Und ich habe ihn heute Mittag schon bei Balcony TV gespielt. Wir waren heute schon in Hamburg. Und haben schon bei Balcony TV ein Video aufgenommen und waren dann hinterher noch in einem Plattenladen und da auch noch ein Video aufgenommen. Wenn ihr das alles sehen wollt, nehmt euch die Flyer ruhig mit. Patricks Flyer legen aus, meine auch. Ich bin auf Facebook, auf MySpace zu finden. Da werden diese Videos in den nächsten Tagen zu finden sein. Das ist dann sozusagen ein brandneuer Song von mir, den ich noch nicht aufgenommen habe. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es euch manchmal auch so. Fühlt ihr euch manchmal klein in dieser Welt? Irgendwie, dass alles irgendwie größer ist und alle haben es irgendwie besser drauf. Und man hat selber das Gefühl, man ist völlig abseits von dem, was da oben eigentlich passiert. Also man fühlt sich einfach wie ein kleines Kind und denkt sich so, irgendwann werde ich hoffentlich auch erwachsen und kriege das alles so auf die Reihe. Mir geht es oft so. Und ich fuhr irgendwann in Norddeutschland bei Flensburg durch die Landschaft und habe diese Windkrafträder gesehen. Und das war das Bild, das mir fehlte für diesen Song. Diese großen Windkrafträder, die auf dem Horizont auf einmal nach oben kommen, wie sanfte Riesen. Und daraufhin entstand dieser Song, der Song heißt Giants. Just fine. Oh.
sunlight touch my face. Funktioniert für alle, die, die sich haben scheiden lassen, ohne dass es wehtat. Oh Mann! Ich habe einen sehr guten Freund, der heißt Klaas Jambo, vielleicht kennt ihr den sogar. Er ist ein Songwriter, bewegt sich hauptsächlich in den christlichen Kreisen. Spielt. Wir sind sehr gut befreundet. Wir haben uns in Frankfurt kennengelernt. Damals habe ich noch in Frankfurt gewohnt. Ich bin eigentlich ein alter Hesse, gell? Eigentlich Tscheche sogar, aber das hat jetzt hier nichts zu suchen. Und er hat 3 Monate bei mir gewohnt, weil ihn seine Frau rausgeschmissen hat. Zu Recht. Er ist fremdgegangen und hat sich dabei auch noch erwischen lassen. Und sie sind dann zum Eheberater gegangen und haben versucht, ihre Ehe zu retten. Aber dieser Zwischenfall hat eine ganze Lawine ausgelöst an Dingen, über die sie nie gesprochen hatten. Und ich durfte das hautnah miterleben, weil er eben 3 Monate bei mir gewohnt hatte. Ich hatte auch keine Wohnung damals, ich hatte nur ein kleines Zimmer in Frankfurt. Das heißt, und ich hoffe, ihr bekommt jetzt keine falschen Vorstellungen davon, was passiert ist. Sie haben im selben Bett geschlafen. Das kann man auch mal mit einem guten Freund tun, ohne dass das irgendwie sexueller Natur sein muss. Und ich habe die Telefonate, die E-Mails, die Gespräche mitbekommen. Und was ist so komisch? Nach Abschneiden sagt immer schon sowas aus. Habt ihr das gehört? Nicht eine Faser, mein Freund. Nicht eine Faser. Ich kürze das mal ab. Der Song heißt Wish You Well. So deep inside.
light. It made me move so slow. I kept the curtains open. The old familiar light. Try to send my message. If I could get it right. And this year's show has come to its end. Something good might come after this spell. I wish you well. I wish you well. Fragments in a storybook made up of wild reflections. Samples along the way. With multiple directions, our memories in a shoebox, safely locked away. I'll find you there tomorrow, or was it yesterday? Something good might come after the spell. I wish you well. Anything you want, everything you wish for, and anything at all, I hope to see you fly. Something good might come after the spell. I wish you well. 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 Sie haben sich im Guten getrennt und haben sich gegenseitig Glück gewünscht und dass sie Liebe finden. I wish you well.
Oh. Vor ein paar Jahren habe ich damit, ich bin ungefähr seit 3 Jahren unterwegs mit meinen Songs, oder ungefähr bewege ich mich jetzt im dritten, vierten Jahr, weiß nicht genau, schwer zu sagen. Auf jeden Fall habe ich relativ früh, als ich angefangen habe, meine eigenen Songs vorzutragen, ich habe früher viel gecovert in Kneipen, wo es immer sehr laut war und manchmal war auch gar nichts los und das war oft sehr deprimierend. Darauf stand damals irgendwann dieser Song, indem ich versucht habe, zum Ausdruck zu bringen, dass man immer das tun sollte, woran man glaubt, was man tun will in seinem Leben. Das klingt jetzt sehr ernst. Und ich habe diesen Song einfach eben so genannt, zieh dein eigenes Ding durch, mach dein eigenes Ding, oder auf Englisch, do your own thing. Entschuldigung, falls ich manchmal so ein bisschen daneben, ich weiß auch nicht, vielleicht, ich glaube, ich habe einen Clown gefrühstückt heute Morgen. Ten aces up my sleeve, willing and able. Though I might be the only guy left at the table, I am an arrow that could shoot all the way. Though I'm not moving forward, I just swim. Don't care if you're the one.
Dankeschön. Bitte? Ich habe eine Zeit lang in Australien gelebt, ungefähr 2 Jahre meines Lebens. Und da habe ich sehr viel komisches Zeug erlebt, auch viel schöne Sachen erlebt. Und ich habe einen sehr guten Freund dort, der lebt in Darwin, das ist im Norden von dem Land und in den Tropen. Er ist Schlagzeuger, er hat auf meiner ersten Platte Schlagzeug gespielt. Die erste Platte hieß Soul Circus. Kam vor 2,5 Jahren raus. Und wir haben 2007 bei ihm geübt für diese Platte, geprobt. Und ich bin rübergeflogen. Und es war ein unfassbar anstrengender Flug, über 40 Stunden. Ich war total kaputt, als ich da ankam. Ich hatte sehr spät gebucht und hatte unheimlich viele Zwischenstopps. Und als ich bei ihm endlich ankam, habe ich erstmal 2 Tage lang geschlafen. Und auf dem Boden von seinem Apartment, da flog so ziemlich alles Mögliche rum, wie es halt bei Junggesellenwohnungen, wo Musiker noch dazu meistens so ist. Und ich habe dieses kleine Buch gefunden, die Möwe Jonathan. Oder auf Englisch Jonathan Livingston -Seagull. Die meisten Menschen lesen das in ihrer Kindheit, ich habe es nie gelesen. Und ich habe es dann immer zwischendurch, als ich mal aufwachte, dann habe ich dann rumgeblättert und habe es gelesen und fand es unfassbar inspirierend. Die Kurzversion der Story, falls ihr das nicht kennt, ist, diese eine Möwe verhält sich anders als der Schwarm, weil die anderen gehen immer nur Fische jagen und diese eine Möwe will mehr vom Leben, übt sich im Kunstflug und arbeitet an ihren Fähigkeiten und interessiert sich nicht wirklich fürs Makrelenjagen. Und wird immer besser in dem, was sie tut. Und die anderen lachen sie halt immer aus, weil sie sozusagen ein Außenseiter von der Gruppe ist. Und es geht dann auch ein bisschen um dieses Thema, in seinen Träumen, seinen Idealen folgen natürlich. Und der Rest des Songs hat sich daraus ergeben, dass ich in Australien, obwohl es da nicht wirklich viel Zugverkehr gibt, aber es gibt ein paar Linien und die habe ich sehr viel genutzt an der Ostküste. Und habe immer meinen, wie das bei uns Songwritern eben so ist. Wir haben immer einen Block und einen Stift dabei. Vielleicht auch sonst nichts im Leben, aber wir haben einen Block und einen Stift und eine Gitarre dabei. Patrick hat auch immer einen Block und einen Stift dabei und schreibt auch meistens, weil ich immer fahren muss, weil er keinen Führerschein hat. und dann habe ich angefangen, diese Road Story aufzuschreiben. So eine Mischung aus sozusagen aus diesem Lied, aus diesem Buch von von Richard Bach heißt dieser Mensch. Ein Fliegerpilot. Im Zweiten Weltkrieg war und das hat in seinem Leben ganz viel über die Fliegerei geschrieben, beziehungsweise metaphorisch über die Fliegerei. Wenn ihr euch für sowas interessiert, für solche unfassbar poetische, wunderschöne Themen des Fliegens, des Träumens, Richard Bach hat ganz viele tolle Bücher geschrieben, die sich auch unfassbar schön, unfassbar leicht lesen lassen. Und ich habe deswegen diesen Song Jonathan genannt. Ganz einfach. Der geht ungefähr so. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen Blödsinn rede heute. Es war ein langer Tag.